Alright, let's go. Luigi. Okidoki. Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario RPG 7 Sages Extended Edition und Wurmi Mod. Alright, let's go. Dann machen wir mal weiter. Soweit ich weiß, habe ich hier alles fertig gemacht. Jop, zurück zum Mushroom Kingdom. Ja, verdammt, du musst da rein. Außerdem habe ich jetzt endlich alle Sprites vollkommen geändert zu einem Wurmi. Ich bin mir jetzt total sicher. Ich habe ein paar übersehen von meinem Wurmi-Mod aus dem Super Mario RPG 7 Sages. Da habe ich aus Versehen drei davon übersehen, obwohl ich mir sicher war, dass ich alle ersetzt habe. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall alle ersetzt. Außerdem habe ich ein bisschen mit dem Erschaffer vom Extended Edition geredet und weiß jetzt, wo ich diesen Schlüssel herbekomme. Isolated Island weiß ich aber immer noch nicht mehr. Das heißt, falls ich jemals dorthin kommen werde, werde ich leider keine Ahnung haben, wie man dort es durchschafft. Das heißt, ihr werdet wohl mehrere Stunden sehen, wie ich im Kreis herumlaufe. Na, keine Animation. Na egal, außerdem wollte ich euch ein bisschen zeigen vom letzten Mal bei meinem Training, das habe ich vergessen. Da hat Wurmi zum Beispiel Refresh erlernt, Neutralize, oder Neutralisieren und ich war mir sicher noch einen anderen Angriff. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Großartig. Luigi hat Cleans, Cure und Regenerate erlernt. Na gut, er hatte schon Cure, ups. Abhalten. Positiv gesehen können wir zu Gebieten, bei denen wir noch nicht hinkommen konnten. Und eine wichtige Nebenquest beginnen. Naja, dann beginnen wir es mal. Mann, mein Headset ist schon wieder falsch an. Okay, sorry. Jetzt sollte es aber passen. Ich hoffe wirklich, dass die Lautstärke laut genug ist. Ich spreche jedenfalls. Denn aus irgendeinem Grund kann ich es nicht mehr umändern. Klasse BP. Ja. Yay. Habe ich jetzt vielleicht genug? Nein. Um eins zu wenig.
aus dem, was ich damals hier im Gebiet gesagt habe. Hier habe ich einen Glitch vorgeführt. Da unten gibt es ebenfalls denselben Glitch. Oder habe ich ihn schon gezeigt? Wie ihr sehen könnt, dasselbe. Okay, irgendwo hier muss die Nebenquest anfangen. Ah, da der Tod. Alter Geschichte. Alter Geschichte. Ups. Nachdenken, haben wir sonst noch was zu erledigen? Außerdem hat der Schaffer ebenfalls gesagt, dass er in Version 1.3.0.0, glaube ich, was? Oder 1.3.0? Ah, verdammt nochmal. Jedenfalls hat er gesagt, da wird er mehr Informationen zu den Berries hinzun, also bei den Helpdesks. Da wird er mehrere funktionierende Berries machen. Verdammt. Yep. Ich hab vollkommen gefailt beim Satz. Mir fällt einfach die Wörter nicht ein. Das ist so schlimm. Das kommt von dem ganzen Englisch und Japanisch, das ich gelernt habe. Englisch habe ich beinahe alles hundertprozentig erlernt, sozusagen. Aber Japanisch weiß ich nur ein paar Wörtchen. Okay, jedenfalls hier im Cactus Kingdom müssen wir jetzt zurück zu dem einen Ort, bei dem wir gestern waren. So, dort mit dem alten Mann. Alright, let's go. Er müsste hier irgendwo sein. Ja, da vorne ist er. Meinst du zufällig das? Ja. Antikes Cooper-Fossil. Nun, das wird jetzt erstmal etwas dauern, bis wir diese Quest erledigen können. Gehen wir weiter beim Abenteuermodus derweil. Soweit ich mich erinnere, hat Peach ja... Peach und Twink den Spion da aufgehalten. Danach wurden ein paar Missverständnisse geregelt. Da sieht man's wieder. Ich und meine Aussprache, ich muss Deutsch verbessern. Ich muss Deutsch verbessern. Eieieiei. Nun ist ja auch egal, plötzlich spreche ich nur noch Englisch, also das ist nicht so schlimm. Dann sind meine Videos halt eben nur noch englische Let's Plays. Außerdem habe ich eine Idee für meinen Wurmimod. Wie ihr sehen könnt, ist er tot dort vorne. Ja, ich habe dafür was geplant wegen diesem Bild da. Und eine neue Welt noch dazu. Mit dazu werde ich danach Mario wieder... werde ich auch den Mario-Mod machen, damit Mario zurückkehrt. Aber das werde ich erst leider später zeigen können. Denn ich habe noch nicht den RPG Maker. Und einen 2003er zu besitzen, ebenfalls zu holen, das ist noch nicht möglich für mich. Wow, ernsthaft, ich sollte weniger springen und so weiter, damit ich mehr reden kann. So, dann versuchen wir mal den Secret Shop zu finden. Oh, der ist nirgendwo hier. Ja! Honey, super schön. Was ist das für ein Raum? Hallo? Ich frage mich, was er damit meint. BP! Ja! Jahui! Da können wir noch nicht hinein, weil Bowser noch nicht bei uns ist. Klasse, wir haben jetzt den BP-Ohr. Verdammt, Husterei.
Ja, warte mal. Alright, let's go. Hey, Todd. Klasse. Crimson Coin erhalten. Hey, L, hier bitte, Crimson Coin. Oh. Ja, okay, seine Verteidigung sinkt, aber seine spezielle Angriffskraft erhöht sich. Und zwar drastisch. Luigi ist der Magier. Ich glaube, wir können den Secret Shop erst später betreten. Entweder das oder... Nope, da geht's nicht entlang. Ich glaube, der Secret Shop befindet sich in diese Richtung. Sehen wir erstmal alles an. Okay, der Status sieht eigentlich gut aus. Lebenspunkte sind voll, FP bei mir fehlen nur ungefähr 3. Mal sehen, wir haben 1775 Münzen. Also dann mal los, neue Technik erlernen. Was? Nichts Neues mehr? Traurig, ich glaube, ich sollte mir was überlegen. Jetzt werde ich wohl eine Zeit erstmal still sein müssen. Ja. Geschafft? Ja! Schon beim ersten Versuch geschafft! Nun, was sich wohl da drin befinden wird. Wir können leider nicht speichern, also... Aber ich bin Level 33, also sollten wir vor jeder Gefahr Sicherheit sein. Oh yeah. Mamma mia! Oh, großartig! Lucky! Er bringt 40 Münzen! Na gut, dann machen wir dir mal ein Ende. Mario Tornado! Yeah. Oh yeah! Yeah. Nun, der war ein Schwächling. Lass ein Level! Wuhu, wir haben den Cape Suit zurückbekommen. Oder erhalten, besser gesagt. Ach, was weiß ich. Ich frage mich, was mit den Items passiert, die Mario eigentlich in seinen Abenteuer danach gesammelt hat. Er müsste sie doch irgendwo einlagern oder so, etwa nicht. Oh, nun ja, ich glaube, da drüben befindet sich wohl der geheime Shop. Das heißt, den Croak Seed, warum kann ich dorthin laufen und nicht drüber springen? Werden wir wohl erst später im Spiel bekommen. Ultra Jump. Wahrscheinlich nach dem fünften Weißen, ich weiß es nicht. See you next time, Luigi. Bye bye.